Bibi. 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 Habt ihr denn jetzt an den Einstellungen alles geändert? Gar nichts. Das war davor schon richtig eingestellt mit den fliegenden Dinos. Der muss das gemacht haben in der ersten Stunde, wo das noch nicht gegriffen hat, die Game Mini, weißt du? Also, okay. Das hast du nicht mitbekommen, aber die erste Stunde war auf Wait und so noch auf Standard, weil die Game Mini nicht gespeichert wurde. Okay. Und in der Zeit muss er das gemacht haben. Hat sich aber halt erst zu erkennen gegeben damit, wo das dann umgestellt war. Aber dann war es ja egal, weil er konnte ja schon, hat ja schon getankt. AFK. Ja, wenn noch einer mit Holz fahren könnte, wäre super, weil er dauert ein bisschen. Jo, mach ich. Ich habe schon mal zwei Schränke hingestellt draußen. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Haben wir denn Fiber genug da? Oder müsst ihr auch da? Müsste auch noch gefahren werden, oder? Ist auch ein Problem, ne? Halt habe ich im Fabrikator 3-4000 reingehauen. In der Bode sind noch nicht gemacht, oder? Ich glaube, wir haben keinen Halt, oder? Doch, wir haben übelst hier halt, Fabrikator, da hab ich 4000 reingehauen. Also halt hab ich brauche eigentlich nur noch das Fiber. Oh, der ist richtig schnell. Das hab ich. Gefällt mir mehr. Dann kann ich jetzt Boote craften. Jo. Lallfalm auch schön. Lall, du kommst du, oder? Jo, wo bist du? Oben bei den Kisten, da wo die Optikanos sind. Azubine! Da kann sich das Simon noch so auch gleich. Ah, sitzt schon auf dem Frosch, sehr gut. Ich sitze schon auf dem Frosch. Guter Mann. Taldo, willst du dich da auf Ersti setzen? Weil der Wolf ist gar nicht so schlecht. Kann ich gleich machen. Kann dann irgendjemand anders mal benutzen, wenn er losziehen will und so. Drum habe ich mir den ja genommen. Dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Ratzumpaltuff. Gut, ja gut, wir sind jetzt zu zweit. Da sollten wir schon alle Viecher kaputt kriegen. Ja, also wir poolen irgendwie 1000 T-Rex ran oder so. Mhm. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wie gesagt, wir müssen dann den Sattel noch machen. Vielleicht kriegt man das hin. Ist schon jemand 75? Jojo, bin ich schon. Dann guck mal, ob es da einen Kanu-Sattel gibt. Gib mal Kanu ein, weil da rechts ist so ein unbekannter 75. Du kannst mich ertragen. Ich hab Munition. Oh Gott, er hat eine Waffe. Hast du es wirklich? Affe mit Waffe. Affe mit Waffe. Bam, 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 bam. Ey, jetzt müsst ihr euch echt mal, die es noch nicht kennen. Das kennt wahrscheinlich schon jede Sau. Ich hab's gestern das erste Mal gesehen. Gebt mal bei YouTube Affe mit Waffe ein. Das ist großartig. Der mit der AK, ne? Ja, aber das ist, links unten steht so 20th Century Fox und so, aber es ist ja trotzdem ultra lustig. Ja. Ich hab übelst gefeiert. So, und unser Plan ist, Sidi und ich, wir wollen jetzt gleich wieder Vulkaninsel machen. Jetzt können wir uns mit den Kanus dann auch aufs Innere wagen. Und wir haben uns schon ein bisschen rumgehorcht. Auf jeden Fall haben wir mitbekommen, dass sämtliche Tribes, Imperium, Crusader und so, die mögen anscheinend die PvE-Einstellungen nicht so gerne. Also die meinen alle, die Dinos machen zu viel Damage, die Wilden. Bin ich konform mit damit, dass die viel Schaden machen. Ich find's aber geil, wenn das PvE ein bisschen herausfordernder ist. So. Und es gibt ja genug Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Bollers, Fallen und so. Die endlich mal einen Sinn haben. Vor allem die Fallen haben da mal einen Sinn. Ne? So, gut, dass die Kanus wollen wir noch schnell hochleveln. Da wollen wir für die Kanus noch schnell eine Rüstung machen. Durch die One More Item und Many New Items Mod gibt es da noch eine Rüstung. Ich hoffe, dass wir die herstellen können. Dann halten die noch ein bisschen mehr aus und dann machen wir auf der Vulkaninsel. Holen ein bisschen Obsidian und suchen gleich nach besseren T-Rexen. Also überhaupt erstmal T-Rexe und so. Vermute man, das wird eine Menge Metall kosten. Da können wir ruhig mal schon mal Metall reinpacken gleich. Bleib mal stehen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich fühle es mal voll. Die beste T-Rex-Rüstung, die macht 100 Armor und kostet 2500 Eisenbahn. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ne, für den Sattel, was man da braucht. Wie soll ich denn das gucken? Weiß ich nicht. Das war ein Smithy. Wenn ich mal groß bin, ich kann doch gerade nicht laufen. Ich habe jetzt Stamina auf 1000, ich glaube, ich lasse das jetzt so, oder?
Bei mir stehen gerade oben gescherte XP über 8000. Ja, bei mir auch. Wie viel Samina hast du zu dir? 1000. Okay, dann sieht das so. Mach ich ein bisschen Leben oder mach ich Milli-Damage? Ich mach Milli-Damage, ich hab jetzt 373 Milli-Damage. 450. Ich hasse dich. Ah, ich mach noch ein bisschen Leben, glaube ich. Ich sehe hier nichts. Hier vorne, ach, komm, vor der Tür. Ich will Milli-Damage, will ich auf 500 haben, das sieht schöner aus. Ja, aber ich sehe hier nichts. Ach, da vorne, ja, bei dir? Ja. Achso, okay. Der Kano-Sattel hat 50 Armor und kostet 240 Metall und Kleinkram. Jo, okay, cool. Immer her damit. Dann mach mal welche, bitte. Sind fertig. Nee, der zweite läuft noch, das dauert eine Weile. Ich will den Sattel sehen, ich will den Sattel sehen und zeigen. Warte, komm. Ich will den Sattel. Wurden. Oh, sieh dir, nicht du, ich will. Ich will den Sattel. Sattel. Alter. Ja, hau rein. Okay, Sattel kommt. Bin ich mal gespannt. Wow. Yeah. Ich sehe nix. Oh, cool. Oh, der Kano hat Blech am Arsch. Ey, dann müssen der wir zweite ist auch fertig, Alter. Ist hinten in dem Ding drin. Ey, denkst du, wie cool das aussieht, wenn man den Kano dann irgendwie schwarz macht und den Sattel dann rot oder so? Das sieht dann voll gefährlich aus. Ja. Ja, Mann. Nice. Guck mal, meines sieht viel cooler aus als deiner. Warte, das können wir ändern. So, Sattel kommt. Wie viel Rüstung hat er? 50 ist gut, Alter. 50 ist richtig cool. Yay. Jetzt sind wir beide cool. Warte mal. Aber meiner ist immer einmal cooler als deiner. Wieso ist deiner einmal... Hä? Macht keinen Sinn. Lass mal ein Foto machen, warte mal. Macht eure Sterne aus. Ja, jo, stimmt. Okay, André, du musst dann irgendwann Farben herstellen, ne? Kommst nicht drum herum. Jo. Ach, danke fürs Fleisch. Wenn ich Level 85 bin, dann mache ich das. Du meinst, es ist Level 200. Was war der gewesen? 150, ne? Okay, das ist schon fast Maximum jetzt. Ja, meine ist auch 200, also wir haben den gleichen Stand. Ey, ich feier das gerade übelst, Mann. Das ist geil. Jetzt mir. Ja, jetzt steht da oben 11.000 XP mittlerweile. Jo, ja, ein Level krieg ich noch. Ein Level krieg ich noch. Noch. Go. Okay, ich hab 400. 400 Damage reicht für mich. Boah, stell dir mal vor, wir werden jetzt voll die Oberburner sein da draußen. Ja, am Ende kommt jetzt Crusaders mit 10 T-Rex. Wolf, merkst du, dass sie sich total feiern für die Kanus, die wir gefunden haben? Wofür auch ihr die Sattel. Ja, aber wir sitzen drauf. Wir können ja mal den Tribe lieben und angreifen. Mal sehen, was passiert. Der Maulwurf macht dich trotzdem platt. Die zwei Kanus würden echt ausreichen, glaube ich, um hier alles zu plätten gerade. Also, glaube ich, keinen Stein damit kaputt machen. Jo, wollen wir los? Ich glaube, wir kriegen so gut wie nichts mehr an XP. Ich muss mal kurz AFK aufs Klo. Lass mal ein Foto machen davor. Lass mal da hoch hier. Guck mal, da. Nein. Ne? Hier. Da die Rampe hoch. Ich finde das geil, wie wendig die sind. Ey. Ich dachte... Ja. Genau. Nee, lass mal hier hin. Hier ist... Komm mal da hin. Ja, super. Also ich bin jetzt oben. Nee, hier ist besser. Hier ist geilerer Hintergrund. Hier ist aber richtig krasse Aussicht. So, hier, komm mal rechts von mir. Warte, ich muss wenden. Die sind echt richtig gut, finde ich. Ja, ich gehe jetzt auf. Halt noch irgendwo. Was, du gehst auf? Ja, ich kann dir was geben. Oder nein, noch halt da ist. Ich kann dir was geben. Ah, du gehst fahren. Okay. Jo. Warte. Achso. Bleib so. Ja, du stehst ein bisschen weg. Ja. Da komm mal vorne. Hier im Schrank. Ja. Du bleibst so? Der andere. Yeah, Alter. Wenn wir die dann noch einfärben, wird das richtig, werden die richtig fett aussehen. Gib Bussi. Bussi. Warte. Kano, Liebe. Schalalalala. So, ich bin mal kurz AFK. Dann geht's los. Alles klar. Ich muss meine Rüstung reparieren. Machst du mir noch Rüstungssätze dir irgendwas? David kann die. Warum? Jo, ich mache. Aber nichts dagegen, wenn du mir zwei Rüstungssets machst, irgendwie fühl ich mich dann besser. Haben wir Fallschirme, ne? Für den Fall. Ich hab welche. Der Fan. Lieben, kriegst du noch. Sollte irgendwie Tag des Flachwitzes oder so. Flachwitz, Alter. Fallschirme nur für den Fall? Der Fan. Oh Mann.
Ich bin nur neidisch. Sie bekommen eine minus 4 auf der nach unten offenen Wortwitz-Skala. Also Sidir, du hast ja noch so coole... Ach scheiße, ich muss auch noch auf Bear Traps, hab ich nur 7 Stück, hätte ich gerne mehr. Ah, Jumoro, guck mal in den Schrank. Ich hab dir mal so ein Set zusammengestellt fürs, Hä? Außen? Jo. Ah, hast du schon. Die sind doch direkt verschwommen. Soll ich einen T-Rex-Sattel mitnehmen, einen habe ich dabei, aber nehm ruhig auch noch einen mit. Ja. Da ist so ein Sattelset drin, wenn wir gleich wieder losgehen. Alles klar. 24. Wolf, greif mich an. Das ist ein Gegner. Ja, klar. Dann komm her. Komm her! Drauf. Alter, der spinnt doch! Olaf! Wir hängen ineinander, warte mal. Ah, wir hängen ineinander. Such einer Bola. Bola, genau, gute Idee. Wo seid ihr gerade? Kannst du den rausfalten? Kannst du den rausfalten, dein? Drück mal J, schnell. Hab ich. Okay, dann bist du gleich raus. Jo. Nein. Alter, wie funktioniert das? Steig doch selber mal ab und mach Follow. Oder so. No. So raus? Ja. Okay, viel Schaden hat er nicht gemacht. Nee. Der getraut sich was. Hast du gesehen, welcher Tribe das war? Nee. Okay, da ist er. Der ist nicht schneller als wir. Der ist nicht schneller als wir. Okay, warte. Ich versuche ihn mal. Doch, wenn er springt, ist er schneller. So, ich bin Level 80. Oh, 10% nice. Mehr Movement Speed und wir werden schneller. Ja, auf jeden Fall hat er Schiss. Bleib mal kurz stehen dort. Nee, der ist weg. Vielleicht kommt der gleich wieder. Ja, versuchen wir den Boller zu erwischen. Ja, aber ich will mich jetzt nicht irgendwie ablenken lassen von dem Typen. André, gibt's schon irgendwo Narcos? Boah, hinter mir, ihm! Komm mal. Narkotikpfeile. Ist das der oder was? Das sind seine Freunde. Wer hat den Wolf? Auf den linken Ast. Ich mache einmal Knockback. Funktioniert nicht. Wie sieht dein Leben aus? Gut. Dein rennt weg. Das sind ein paar Schisser, Alter. Ich guck mal, das ist bestimmt immer mehr. Weißt du, erst 3, dann 4, dann 5. Ich muss eben Stamina regenerieren, dann mein. Jo, wieso? Nicht weglocken. Haben wir eigentlich irgendwo schon einen Schlepper? Der Paraseer war doch irgendwo. Viel Schaden und die freche Früchtchen sind das. Alles klar, da haben wir schon Geschichten gehört. Auch Chris meinte schon, dass sie die von denen genervt wurden. Er war hinter dem Stein. Hier ist einer bei mir. Okay. Ich kann nicht genauso wetten wie der Wolf. Das ist so witzig. Der läuft Kreis, aber es bringt nichts gegen mich. Es bringt nichts gegen mich, Kreise zu laufen. Oh nein. Ich wurde auch gerade angegriffen von 2 Wölfen, von den Früchtchen. Die Wölfe konnte ich beide killen, die Spiele sind da dann kommen. Nice. Okay, die scheinen ja aggressive Vorgehensweise zu haben, die Jungs. Auf jeden Fall. Die wollen Party. Bist du mit dem Wolf weg, Taldo? Ja. Dann komm vielleicht noch der mal... Blut, der blutet. Jetzt komm mal in die Advanced Mitte. Da ist eine Rüstung für den Wolf drin. Wir sollten nicht zu viel Stamina verbrauchen. Ja, die sind schnell. Müssen wir drauf aufpassen. Ey, Gut. Wir müssen Bollers reinwerfen. Ich bleib mal so stehen, wenn der wiederkommt. Gib Bescheid, wenn er kommt, okay? Okay, warte, ich bleib mal so in dir. Ah, nicht, dass er jetzt meine wir stecken bleibt hier. Okay, ich bleib mal hier so. Ich versuch den kommt. Zu dir zu locken. Okay. Bleib du hinter einem Stein, okay? Ja. Da, wenn einer kommt, ich sehe halt ja nichts. Ich glaube fast schon, die sind abgehauen, weil der eine geblutet hat. Jo, also meiner hat noch volles Leben. Die Rüstung, die bringt. Ich finde es so witzig, wie die versuchen, Kreise zu laufen, aber der Wendekreis vom Kanon ist genauso gut wie vom Wolf, Alter. Nice. Okay, die sind weg. Also ich sehe die nicht mehr. Okay. Gut. Jo, lass weiter. Ich habe für jeden mal einen Taucherausrüstung. Wollen wir erstmal auf den Vulkan machen? Jo, nice. Jo, können wir machen. Ich weiß nicht, von hier kommen wir da, glaube ich. Kommen wir hier hoch? Nee, ich glaube nicht. Lass mal hier zurück. Warte mal. Achso. Doch, ich glaube, hier rüber kommt man hoch. Vielleicht. Nee, keine so gute. Höchstens man kommt auf die Brücke da vielleicht, aber. Ja, komm einfach mal mit. Jo, von dort aus auf die Brücke, das ist bestimmt gut.
Weiß nicht, ob man die von hier erreicht. Kannst du die rausnehmen, Lutz? Danach kommt nur die Brille. Warte mal, so. Nee. Ja, sieht doch gut aus. Nee. Wo bist du? Nee, hier einfach hier runter. Okay. Domina. Okay. Niedlich, die zwei Früchtchen. Ja. Also wie gesagt, Ericsson wurde schon von denen getötet, glaube ich. Ne? Der hat auch schon Kopfgeld auf die ausgesetzt. Selbst Chris hat von denen berichtet. Hat gemeint, die nerven sogar uns. Und Crusaders nerven, bislang waren wir die Einzigen, die das gemacht haben. Aber ich fand's, wir haben uns gerade gut geschlagen so. Oh ja. Wir hätten unbedingt halt irgendwie einen Boller, aber es ist halt dann schwierig, wenn du absteigst. Du musst halt dann auch erstmal in Fahrt kommen und so. Cool, ja, den Kampf hatte ich noch nie. Zwei Kamos gegen zwei Wölfe, das war witzig gewesen. Drei Wölfe waren das, oder? Waren drei Wölfe? Mhm. Echt? Also meiner hat auf jeden Fall kein Leben verloren. Meiner glaube ich auch so gut wie nichts. Ja, 100. Stamina, das ist immer, wenn Stamina auf 40% ist, dann wieder regeneriert. Falls jetzt wieder kommen. Haben wir schon eine NCs, Missy? André? Ne, also ich werde bei den davon ein Team. 11. Lutz, das ist keine gute Idee hier. Okay, warum? Unten soll nachher eine Superfort stehen. Okay, wo kann ich denn müssen dann wir gehen? Nicht irgendwie nach links? Ja, da hier, ist gleich eine Brücke. Hier oben soll nachher auch eine Übergang stehen. Ah, da ist Obsidian schon. Also okay. Quasi hier, wo das Schild steht. Willst du schon mal abfahren? Ja, aber bitte in der Nähe bleiben, ne? Ja, ich guck kurz, ob da der Loot Crate da ist. Wir dürfen sie nicht trennen. Halt auch nicht sonst, ja. Wir dürfen sie unter keinen Umständen trennen. Jo. Sagte er und war weg. Ja, ich komm zurück. Loot Crate ist nicht hier. Da kannst du hinsetzen, ja. Wenn sie dahin passt. Jo, ich seh dich. Gefällt mir das mit dem Kanu. Ich denke, das Nurnplus Ultra von den kleinen Dinos wird mit der Pimp My Dino Mod wird der Sabertooth, denke ich, sein. Am Ende, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wobei, den kann man halt leicht runterkriegen, wenn weiter dann. Oh, es gibt gute Obsidian 1. Das Gute ist, der Vorteil bei Kanus ist natürlich, im Gegensatz zum Sabertooth, dass Bollers nicht funktionieren. Beim Kanu. Oh. Ja, das macht dann schon einen Unterschied aus. Aber man kann auch den Spieler treffen, glaube ich, oder? Ja. Du kannst, klar kannst du den Spieler treffen, ja. Aber es ist schwieriger als auf dem Sabertooth, weil du bist weiter oben. Ja, und du hast Knockback, gegebenenfalls. Oha, wie viel Obsidian ist das? Schon 500? Mhm. Ah, 500. Ja, gut. Also 600 kriegt man raus ungefähr. Also ich werde bei meinem ein bisschen Stamina dann skillen. Hier ist noch, nochmal. Seit wann gibt's einen rohen Fisch? Hier sind überall viele. Vorletzter Patch. Eigentlich sollte einer Wache halten, oder? Ja, ich schau nach unten, du. Okay. Okay. Hier zumindest. Haben wir genug Fleisch hier zu Hause? Wir sind auch nur 3-4 Stück abfahren und da sind wir eh voll. Ja, ich bin gerade mit dem Wolf zurück. Da sind ein paar tausend drin. Ah, wo bist du da? Oh, den Wolf, den können wir mal anziehen. Warte mal. Das geht gar nicht. Ich Level ab. Das geht nicht? Ich fange jetzt mal langsam an, Fortitude zu skillen hier. Der Direwolf hat ja keinen Sattel. Also er hat doch gar keinen Slot für Rüstung oder Sattel. Das ist ja Panne. Aber man konnte das Ding bauen. Ja, steht doch da. Dir, also dann schauen wir uns mal hier um, komplett. Ich würde sagen, wir killen auch fast alle T-Rexe, irgendwie, die low sind. Dann machen wir zurück, bauen Stargate und machen wieder hierher. Und bauen hier ein Stargate an einem guten Spot. Fahren ein bisschen Obsidian mit einem Kühlo, ne, dass wir dann ordentlich viel haben. Und im Anschluss machen wir nochmal eine Runde. T-Rex suchen. Die müssen ja dann eigentlich respawnen. Irgendwann. Ja, ich glaube, meiner ist schon voll. Scheiße, ich hab den Kanu. Kanus sind so heftig, Alter. Wir haben einen neuen weiblichen Kanu. Was? Habt ihr rausgeholt, oder? Na, ich brüt gerade das Ei aus. Okay. Und der ist jetzt weggeworfen. Weiblich. Kann raus bei dir rein, ich kann nichts mehr tragen. Ich bin jetzt schon. Ja, der ist immer noch überladen. Scheiße. Was für Level bei mir? Ich hab mehr als genug. 148. Warte, ich komme bei dir raus. Achso, 148 habt ihr gerade gefunden, ne? Nein! Das Ei, ich hab das Ei ausgebrütet.
Echt, aber die sind noch 150 gewesen hier, die zwei. Ja, aber das heißt ja nichts. Manchmal sind die lower, manchmal sind die höher. Okay. Ja. Wie sind die Stats? Waren die. Nee, sind die halt. 2-1 Leben, 780 Stamina, 267 Melee Damage. Bin überladen, nee, bei dir passt noch zwei. Okay, nee, haut so hin. Passt. Also die zwei Schränke sind voll als Mending Pace. Wo soll ich die anderen hinhauen? Neuen Schrank bauen. Ja, oder hier hinten. Wollen wir zurück? Können einfach hier oben runterspringen. Ich muss laufen. Wieso? In welche Richtung läufst du? Den Lavafluss weiter und nach oben. Auf dem Vulkan bin ich jetzt. Ganz ich oben. Ich würde lieber nicht runterspringen, das ist mir zu unsicher. Okay, dann warte mal auf mich, ich trinke was. Da hinten ist noch ein Unterflügel, aber ich glaube, der ist im Wasser. Dann brauchen wir Scuba-Tanks. Hab du schon welche gemacht, ne? Da ist ein. Ist das ein gelber oder ein weißer Beacon? Wo? Hier oben auf dem Vulkan. Das ist ein weißer. Bugs. Steinschere Papier um den Eigentümer. Okay. Kannst du cool haben. Oh Gott. Oh, ist der niedlich. Ja. Wohin? Hier ist auch Lava. André, wie sieht das mit den Fabricator, mit den ja, lass Forges unten lang, aus? Du lang läufst, ist wie gut. Viel Metall brauchst du noch dafür? Für die Superforge? Jo. Oh, ich glaube 2,5 braucht die. Okay, weil ich würde nämlich dann mal anfangen, Metallwände und sowas zu bauen. Jo, mach euch. Jetzt machen wir halt irgendwo einen separaten Schrank und packen wir schon mal 2,5 rein. Jo, das such dir das Zeug am besten dann schon mal raus und Jo, bin gerade am Farmen, mach ich gleich. Braucht jemand Hide und Fleisch? Ich habe hier noch Frosch drin. Jo, Hide kannst du einen Fabricator krachen. Fleisch kannst du auch immer in eine Kiste schmeißen. Oder hier in den Schrank. Wir können auch mal einen Futtertrog bauen. Gewicht wieder so hoch, scheiße. Ein bisschen Hide kommen wir ja noch farmen hier gleich. Oder bist du an mir dran, Sidi? Ich bin unten. Lass uns bei dem, lass mal bei dem lila Biegen da treffen. Ja. Da ist ein Schiff, was schwimmt. Was? Schwimmt der über mir jetzt? Skandal. Bribe of John. Das ist die Idee mit dem Flugsaurier. Jo. Level 70. Also wenn wir den erwischen hier, den würde ich gerne töten. Der schwimmt jetzt über dir. Also so ein bisschen an dir vorbei. Du wirst einen Sniper dabei haben eigentlich. Hab ich leider nicht. Drive of John ist Castle Engineer. Dann weiter. Drive of John ist Castle Engineer? Ja, genau. Da habe ich James. Also war das Castle Engineer mit dem Pipto oder was? Genau. Den kriegst du eh nicht. Nein, ich will ja nur weiter, Alter. Wie das andere Seite. Wieso denn? Ist nach rechts. Warum? Warum nicht? Ich wollte hier erstmal absuchen wegen T-Rexen. Aber wir sind viel zu langsam dafür, eben. Wieso denn?